Das Geheime ist deswegen so interessant geworden, weil natürlich das Verhältnis, überhaupt Beziehungen darüber konstruiert werden, wie viel ich vom anderen weiß oder auch wie groß das Geheimnis vor dem anderen ist. Das betrifft natürlich auch das Geheimnis, das Bürgerinnen und Bürger vor dem Staat haben können und umgekehrt aber auch, welches Verhältnis sozusagen der Staat, wie viel Wissen der Staat seinen Bürgern über sich selbst zutraut, wie transparent er sozusagen sein kann. Und wir haben deswegen heute drei Personen eingeladen, die, sage ich mal, von unterschiedlichen Enden des Transparenzspektrums kommen. An erster Stelle möchte ich begrüßen Herrn Gordian Meyer-Plath. Kommen Sie bitte nach vorne, genau. Ihr Platz haben wir hier für Sie vorgesehen. Gordian Meyer-Plath ist Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen. Und ja, wir wollen jetzt gar nicht weiter in die Details gehen. Es reicht eigentlich, man kennt sie ja. Daneben haben wir Anna Biselli. Du sitzt direkt neben Herrn Meyer-Plath, wenn ich bitten dürfte. Anna Biselli. Anna Biselli muss man auch nicht vorstellen. Sie ist Redakteurin bei Netzpolitik.org und unterrichtet die Öffentlichkeit auch über den sogenannten NSA-Untersuchungsausschuss. Dann haben wir natürlich, sind wir auch sehr stolz und sehr froh, dass du da bist, Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Club und ebenfalls Redakteurin bei Netzpolitik.org. Wenn du ganz nach außen gehen könntest, Links außen für Constanze, bitte. Ihr sitzt doch auch sonst zusammen. Wir können die alle gleichzeitig anlassen, ja? Das geht, ja. Okay. Haben wir so abgestimmt eigentlich. So, Herr Meyer-Plath, die erste Frage für Sie. Edward Snowden ist ja für viele hier in der Szene natürlich auch ein ganz wichtiger Wendepunkt gewesen. Wie viel Angst haben Sie vor einem Edward Snowden im Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen? Und ist Edward Snowden für Sie ein Whistleblower oder ein Verräter? Ja, guten Morgen erstmal. Vielen Dank für die Einladung und dass Sie hier so zahlreich auch selbst gefolgt sind. Zwei schwierige Fragen zum Anfang. Ich fange mal mit der ersten an. In meinem Amt, Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen, ca. 200 Mitarbeiter, versuchen wir, eine Behördenkultur zu leben, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vielleicht den Eindruck hätten, hier läuft etwas falsch, hier wird gegen Regeln verstoßen, gegen Verordnungen, gegen Gesetze, irgendwas passt hier nicht, dass in einer solchen Behördenkultur man den Dienstweg einhalten kann und sagen kann zu seinem Vorgesetzten hier, was ist da los, ich glaube nicht, dass wir das richtig machen, wir müssen das anders machen. Ob das gelingt, das wird sich immer zeigen, insofern eine 100%ige Sicherheit davor, dass dort einer oder eine sich das entscheidet, anders zu machen, habe ich natürlich nicht. Edward Snowden, Sie haben nur eine sehr, sehr kurze Vorstellung der Podiumsteilnehmer gemacht. Ich bin von der Ausbildung her Historiker und Historiker haben die Angewohnheit, sich solche komplexen Fragen auch zu historischen, und dazu muss man wahrscheinlich bei Edward Snowden kommen, dass er eine historische Bedeutung erlangen wird, in der Beurteilung, ob das nun ein Held oder ein Schurke ist, sich mehr Zeit und Abstand nehmen muss, um zu sagen, was war das denn eigentlich, was dort passiert ist? Dazu braucht man auch, glaube ich, noch sehr viel mehr Informationen. Natürlich muss erstmal unterm Strich stehen bleiben, er hat gegen Gesetze verstoßen. Ob das Ganze dann in irgendeiner Form, und da gehört sicherlich noch etwas Abstand zu, ethisch, moralisch, politisch, juristisch anders noch gesehen werden kann, kann ich jetzt noch nicht beantworten. Anna, du bist zwar nicht Edward Snowden, aber du hast ja auch sozusagen, was das Praxis von Leaken betrifft, gewisse Erfahrungen gemacht. Anna, bist du eine Landesverräterin?
Naja, offiziell ja sind wir ja keine Landesverräter mehr. Das heißt, ich mag mich da so ein bisschen ausnehmen, weil zum einen habe ich diese ominöse Anzeige nicht bekommen. Aber zum anderen arbeite ich natürlich in der Redaktion, die diese Anzeige bekommen hat. Und die hat uns zumindest, was unsere Arbeitsweise erstmal angeht, gleichermaßen betroffen. Das heißt, wir waren für mehrere Tage lahmgelegt. Aber jetzt müssen wir uns halt mal angucken, warum wir Landesverräter hätten sein sollen. Und zwar die Voraussetzung dafür, dass man Landesverrat begeht, was auch immer dieses seltsame Konstrukt sein soll, ist eben, dass man die Absicht hat, diesem Land zu schaden, indem man quasi diese geheimen Informationen fremden Mächten, feindlich gesinnten Mächten zur Verfügung stellt. Und man kann überhaupt nicht davon ausgehen, dass wir sowas tun, weil wir solche Informationen nicht veröffentlichen, um irgendjemandem zu schaden oder um irgendjemandem, sag ich mal, eins reinzudrücken, sondern weil wir diese Informationen veröffentlichen, weil wir sie bekommen, der Meinung sind, dass es wichtig ist, dass die Öffentlichkeit das erfährt, weil es eben Missstände sind, die die Öffentlichkeit betreffen und sie dann eben öffentlich machen, um der Öffentlichkeit die Gelegenheit zu geben, sich darüber eine Meinung zu bilden. Das ist eben auch der Grund, warum wir die Sachen so gut es geht nicht in einem auszugsweisen, zitatweisen Blöckchen veröffentlichen, sondern einfach so gut es geht und so gut wir das verantworten können, den Volltext zur Verfügung stellen wollen, damit jeder das für sich selbst einschätzen kann. Und ich glaube, sowas kann Mensch nicht als Verrat bezeichnen, zumindest möchte ich nicht in einem Land leben, das das als Verrat bezeichnet. Und auch wenn, sage ich mal, der Verfassungsschutz, der das in Auftrag gegeben hat, das als Verrat bezeichnet hat, hat man gesehen, einfach durch die Reaktionen, die dann in den Wochen kamen, nachdem das eben rauskam, dass, sage ich mal, der Großteil dieses Landes das nicht als Verrat bezeichnet, sondern eher das über das, was wir berichtet haben. Auch wenn man natürlich dann, also ich fand die Frage ein bisschen witzig, wenn du fragst, ob ich mich als Landesverräterin fühle. Es gab ja damals in der Argumentation, warum es Landesverrat sein könnte, auch noch den Absatz, dass es ja deshalb Landesverrat sein könnte, weil wir den Text auch in einer englischen Übersetzung zur Verfügung gestellt haben und damit quasi fremden Mächten das leichter. Die Übersetzung habe ich gemacht, das heißt, vielleicht habe ich mich dann irgendwie wirklich schuldig, ja. Konstanze, in der Hackerethik heißt es, öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Wenn es um Leaken geht und auch generell um Informationen vom Staat, die eigentlich geheim sein sollten, darf der Staat überhaupt Geheimnisse haben, deiner Meinung nach? Und darf die Behörde von Herrn Meyer-Plath überhaupt Dinge für sich behalten? Naja, also ich glaube, die allerwenigsten werden da total fundamentalistisch rangehen, dass man keine Form von staatlichen Geheimnisse erlauben. Das ist natürlich dann auch eine langjährige Forderung, dass jetzt irgendwie eine Form von Maschinenschutz bei der Regierung zu haben. Sieht das Mikro? Insofern. Ja. Oh, da könnte ich nochmal sagen. Also, was ich sagen wollte, war, ich glaube, die wenigsten werden das tatsächlich im Extrem fordern, dass also der Staat gar keine Form von Geheimnis wahren darf. Denn in manchen Bereichen wird das wohl müssen, gerade bei der Strafverfolgung. Andererseits die Forderung in der Hackerethik und unter der überhaupt auch seit vielen Jahren ist die maschinenlesbare Regierung. Also man bei uns in der Szene, aber ich denke auch der Zeitgeist fordert mittlerweile eine Regierung, der man mehr in die Karten schauen kann, schlicht um sie zu legitimieren und ihr Handeln nachvollziehen zu können. Und das ist ja auch in großen Teilen so organisiert, dass das der Fall ist. Nun hat sich aber, denke ich, seit 3-4 Jahren, auch seit der Debatte um WikiLeaks einfach schlicht eine Menge geändert. Zum einen haben die westlichen Staaten, die ja von diesen Leaking-Plattformen in besonderer Weise betroffen sind, einen Großteil ihres Handelns in Bezug auf die Geheimdienste und noch viel mehr in Bezug auf ihre Vertragspartner, Contractors, geheim gehalten. Deswegen die Menge, die auf den Leaking-Plattformen aus Nachrichtendiensten und Militär landen konnte, natürlich enorm war. Also es gibt ja so eine Beziehung zwischen, mache große Teile meines Regierungshandelns in bestimmten Bereichen intransparent, dann ist natürlich die Möglichkeit für einen Leaker dort was offenzulegen höher. Natürlich würde ich nicht erwarten, dass im Landesamt für Verfassungsschutz jemand wie Edward Snowden sitzen kann, weil mit den wenigen Menschen und den wenigen finanziellen Mitteln so eine Form von Massenüberwachungsprogramm wie bei der NSA und ihren Contractors wahrscheinlich nicht möglich ist. Insofern kann man natürlich insbesondere für den Mut dankbar sein, den jemand aufbringt wie Edward Snowden, der natürlich auch weiß, wen er jetzt an der Backe hatte. Klar. Dennoch hat mich ein bisschen geärgert, offen gestanden, dass ich in der Beschreibung zu unserem Podium über die Grenzen des Geheimen diese Vermischung zwischen der Hackerethik und der Forderung
dass man öffentliche Daten nutzt, aber private Daten schützt, mit der staatlichen Sphäre gefunden habe. Das ist ein häufiges politisches Argument, das ich fast immer vorgeworfen bekommen, als man, also wenn man über staatliche Geheimnisse redet, dass man dann die Privatsphäre von Menschen und ihr Verhalten im neuen digitalen Zeitalter dazu nimmt. Und ich würde schon noch mal gerne betonen, meine Staaten haben Geheimnisse, Menschen haben Privatsphäre. Insofern sehe ich natürlich diese Leaken wesentlich weniger kritisch als bei Fragen von personenbezogenen Daten oder irgendwie privaten Daten. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Ich glaube sogar, dass trotzdem der Verfolgungsdruck sicher hoch ist. Ich glaube, dass das eher eine Vorbildwirkung hat, aus meiner Sicht. Du hast den Aspekt der Legitimität angesprochen, den ich, glaube ich, auch für sehr wichtig halte. Herr Meyer-Plath, Sie müssen ja berufsmäßig Dinge geheim halten. Das ist vom Verwaltungsrecht auch so vorgesehen. Wie sehen Sie sich sozusagen, Sie wissen auch, dass es sozusagen zum demokratischen Staat dazugehört, dass die Bürgerinnen und Bürger möglichst viel darüber wissen, um auch überhaupt wirkungsvoll Kontrolle zu haben, über die Parlamente beispielsweise. Wie sehen Sie die Zukunft von Organisationen, Behörden wie Ihren generell? Wird es in 30, 40 Jahren noch Nachrichtendienste geben mit sozusagen geheimdienstlichen Aufgaben oder wie sehen Sie das? Ja, eine Glaskugel habe ich natürlich auch nicht. Und ich glaube, wir alle, die wir uns mit diesen Themen beschäftigen, wissen auch, dass sie gewissen Pendelbewegungen unterliegen. Es gibt sicherlich Phasen, in denen es heißt, der Staat soll so wenig wie möglich Eingriffsrechte haben und irgendwie schnüffeln dürfen. Und es gibt Phasen, in denen ist der Ruf sehr, sehr stark zu sagen, Mensch, wir brauchen einen starken Staat und der muss auch Befugnisse und Ressourcen bekommen, um uns Menschen vor schwersten Straftaten zu schützen. Das ist in einer bestimmten Schwankungsbreite sicherlich Wellenbewegung unterworfen. Ich glaube aber, dass es diesen Kernbereich, den Frau Kurz auch angesprochen hat, ohne den innere Sicherheit nicht funktionieren kann. Auch noch in 40, 50, ich vermute auch noch 1000 Jahren geben, wenn man so weit hinausgucken kann. Weil eben, wenn wir uns mit, und das müssen wir uns immer vor Augen halten, mit Menschen zu tun haben, die vorhaben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung insbesondere mit den Mitteln der Gewalt abzuschaffen, dass wir gucken können müssen, was sie tun und dass ich dann nicht gleichzeitig veröffentlichen kann, wer unsere V-Leute sind und welche Telefonanschlüsse wir überwachen und wen wir am nächsten Wochenende observieren, ist, glaube ich, völlig klar. Aber diese Forderung sehr stark ist, habe ich jetzt vor kurzem, um kurz ins Anekdotenhafte abzugleiten, bekommen. Viele von Ihnen haben sicherlich mitbekommen, dass wir im Mai diesen Jahres Polizei und Verfassungsschutz eine rechtsextremistische Terrorgruppe ausgehoben, die sogenannte Old School Society, die vorhatte, schwerste Straftaten gegen Asylbewerberheime, gegen Moscheen zu begehen und gegen die der Generalbundesanwalt ermittelt. Als das öffentlich wurde, eben mit dem Zugriff, wie man das so schön nennt, kam Kritik aus Seiten, das hätte man doch alles schon vorher sagen müssen, dass wir das wissen, dass es diese Gruppe gibt und vor ihr warnen müssen. Genau da prallen dann die Welten aufeinander. Hätten wir davor öffentlich gewarnt, wäre der erfolgreiche Zugriff nicht möglich gewesen und sicherlich auch die Straftaten in dieser Form nicht verhindert werden können. Insofern, ja, es wird es weiterhin geben, auch geben müssen. Gleichzeitig aber braucht jede Gesellschaft einen Nachrichtendienst und Sicherheitsbehörden, der zu ihr passt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass auch Nachrichtendienste öffentlich darüber sprechen, was ihre Befugnisse sind, was ihre Erkenntnisse auch sind, und welche Grenzen eben auch ihr eigenes Handeln haben, auch über die wirksame Kontrolle. Ich glaube, dass sich das sehr verändert hat. Ob das schon das Ende der Fahnenstange ist, weiß ich nicht, aber Sie merken das auch schon daran, dass ich zum Beispiel sehr viel lieber davon spreche, dass der Verfassungsschutz in Sachsen ein Nachrichtendienst ist und kein Geheimdienst. Denn der Prozentsatz von Dingen, die wir geheim halten müssen, zu dem, wo wir wollen, dass es bekannt wird und dass die Menschen unsere Erkenntnisse auch daran teilhaben können und müssen, um wirksam gegen Extremismus vorzugehen, ist ein ganz kleiner. Der Geheimanteil unserer Arbeit gegenüber unserem Nachrichtendienstwesen ist sehr klein. Sie haben eben den Ausdruck wirksame Kontrolle benutzt, der natürlich im Moment sehr stark zur Debatte steht, ob denn die Kontrolle auch wirklich so wirksam ist. Anna, Netzpolitik.org sieht sich ja, glaube ich, auch eben als eine Form der öffentlichen Kontrolle von solchen
Organisationen, von solchen Institutionen. Was legitimiert Netzpolitik.org? Dokumente zu veröffentlichen oder um es überspitzt zu formulieren, steht Netzpolitik.org über dem Gesetz oder? Nein, natürlich nicht. Natürlich stehen wir nicht über dem Gesetz und natürlich dürfen wir nicht wahllos Dokumente veröffentlichen, weil das ist auch überhaupt nicht unser Ziel. Unser Ziel ist eben, eine gewisse Kontrollmöglichkeit zu geben über Dinge, die relevant sind. Und dafür ist es auch zum Beispiel nicht relevant, sämtliche Namen in Dokumenten zu veröffentlichen. Und natürlich gucken wir uns Dokumente vorher an und schauen, was steht in den Dokumenten drin. Ist das, was in den Dokumenten drin steht, wirklich ein Problem? Zum Beispiel für das Land, für Menschen, für was auch immer, wenn es öffentlich wird. Und das entscheiden wir auch nicht im Alleingang. Das heißt, wir gehen jetzt nicht hin, da fällt ein Dokument vom Laster und wir freuen uns und stellen das mal ins Internet. Ich meine, das ist ja keine im Endeffekt journalistische Arbeit, sondern wir schauen uns das an, analysieren das, versuchen dann eben so vertraulich es geht, mit Experten zu sprechen, mit Anwältinnen, mit TechnikerInnen und mit Menschen, die sich eben damit auskennen, um die ganzen Konsequenzen dessen abschätzen zu können, was passieren würde, wenn ein Mensch das veröffentlicht. Und dann versuchen wir eben die Entscheidung zu treffen, wie wir das veröffentlichen und es auch eben begleitet zu veröffentlichen und es nicht einfach so in die Welt rauszupusten und zu sagen, hier, guck mal, da ist ein Dokument. Und ich glaube, dementsprechend unterwerfen wir uns vor allem unserer inneren Verpflichtung, Transparenz da herzustellen, wo sie eben am dringendsten nötig wäre und nicht vorhanden ist. Und im Endeffekt sehe ich das durchaus darüber gedeckt, dass wir versuchen, dazu beizutragen, dass die Menschen die Grundrechte, die sie vielleicht verletzt bekommen, wieder schützen können oder zumindest darüber in Erfahrung gesetzt werden. Konstanze, ist es ja. mit einer anderen Kommunikationspolitik getan oder muss sich grundsätzlich was ändern? Natürlich muss sich grundsätzlich was ändern. So, jetzt reden wir doch mal über die Zukunft der Geheimdienste. Ja. Also ich freue mich tatsächlich, ich bin ja mittlerweile, wissen einige selbst in der Redaktion von Netzpolitik.org und ich freue mich über die Aufmerksamkeit, die diese Landesverratssache aufgeworfen hat. Schon deshalb, weil die inszeniert war von dem Geheimdienstchef des Verfassungsschutzes. Also wir haben, es ist ja im Prinzip ein weiterer Geheimdienstskandal, der sich hier ergeben hat. Aber wenn wir auf die internationale Presse blicken, und davon ist Netzpolitik.org sicherlich ein Teil, dann ist doch die Berichterstattung, die seit über 2 Jahren läuft, über diesen Geheimdienstkomplex letztlich auf taube politische Ohren gestoßen. Sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, in den USA haben diese Skandale wenigstens noch eine Form von gesetzlicher Änderung bewirkt. Und viele wissen das vielleicht, zumindest für die inneramerikanischen Metadaten und vor allen Dingen Telekommunikationsdaten eben, wird es jetzt Grenzen geben. Und es gab überhaupt eine Debatte im Kongress und Senat. Und bei uns, wenn man darauf blickt, auf die Arbeit auch, die wir bei Netzpolitik.org und gerade auch Anna dort veröffentlichen, dann ist es natürlich so eine Form von Wegducken. Jedes Mal, wenn ein Stückchen rauskam, wie der BND in diesem Five Eyes Geheimdienstkomplex drinsteckt, hat man versucht, ein bisschen beschwichtigen. Auch wenn klar ist, dass es bei der Selektorenliste wahrscheinlich nicht so ganz gehen wird und dass man da wahrscheinlich ein bisschen was zugeben wird. Und wenn jetzt auch der Generalbundesanwalt seit gestern doch wieder ermittelt, weil man eine Schadsoftware der NSA auf einem Mitarbeiterin-Laptop von Angela Merkel gefunden hat und so weiter. Letztlich ist es doch so ein Skandal, der keine politische Folgen hat. Man nimmt hin, dass diese hochbezahlten Geheimdienste mit ihren Contractors ihr Werk tun. Und Deutschland ist in gewisser Weise beteiligt. Natürlich nicht unbedingt das Landesamt für Verfassungsschutz, aber doch der Bundesnachrichtendienst und sicherlich vielleicht auch noch zum Teil zumindest andere Länderbehörden des Verfassungsschutzes. Und das ist, finde ich, ein Zustand, den wir nicht mehr hinnehmen sollten. Aus den Enthüllungen von Snowden kann nicht im Ergebnis sozusagen übrig bleiben, dass sich nicht wirklich was ändert. Das ist aus meiner Sicht nur ein Ding. Und dafür ist er sozusagen auch nicht in Moskau einsitzend. Ja, und auch seine Vorgänger nicht. Also ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen mehr tun. Natürlich mag es sein, dass bei dem kleinen Amt, worüber sozusagen für das Herr Meyer-Plath hier steht, noch alles halbwegs okay ist, obwohl man die Benutzung von V-Männern auch grundsätzlich kritisieren kann. Aber es ist nicht mehr okay, wenn man auf die Pläne blickt, die Geheimdienste haben, die bei uns, bei Netzpolitik.org auch zu finden sind. Da sieht man nämlich, dass die Zeitalter der Digitalisierung für diese Geheimdienste einfach eine neue Freunde sind, die sie wirklich nutzen wollen. Und da ist bei mir einfach Sense.
Ich meine, wir haben eine große, übergroße Koalition, die hat beschlossen, die Vorratsdatenspeicherung, und wir sollten auf jeden Fall verhindern, dass auch im Geheimdienstbereich dieses anlasslose, massenhafte Abgreifen von Daten Usus wird, so wie in den USA derzeit ist. Und deshalb bin ich bin immer noch sehr empört. Ja, ich glaube, ich kann es ganz kurz anschließen. Was wir vor allem verhindern müssen, ist, dass eben aus den Erkenntnissen, die wir jetzt ziehen, zum Beispiel aus den Snowden-Enthüllungen, aber auch aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, dass dadurch eben, das habe ich gestern schon mal gesagt, aber es waren vielleicht einfach nicht alle hier, dass dadurch eben das, was gerade Praxis ist, legitimiert wird. Das heißt, dass wir jetzt zwar ganz viel sehen, was schiefläuft, und ganz viel sehen, dass der BND der Meinung ist, dass im Weltraum Grundrechte nicht gelten und so weiter und so fort, aber dass wir eben auch dann verhindern müssen, dass nicht genau das in ein Gesetz gegossen wird, um am Ende dann mit einer Legitimation des Ganzen dazustehen, an der wir außer mit verfassungsrechtlichen Klagen eventuell nichts mehr tun können. Herr Meyer-Plath? Ja, vielleicht zwei Punkte dazu. Das eine ist, klar, Sie merken schon auch aus den Worten von Frau Kurz, um die Diskussion gerade auch für die Themen, die Sie besonders bewegen, hier für Sie alle gewinnbringender zu machen, müsste jemand vom BND hier sitzen oder vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Dennoch, ich glaube, dass das NSA und alles, was damit zu tun hat, Untersuchungsausschüsse und so weiter, ja noch lange nicht abgeschlossen ist. Und wenn man doch Vertrauen haben sollte in Kontrolle etwa über Untersuchungsausschüsse, dann ist das Beispiel NSU und die vielen Untersuchungsausschüsse, insbesondere der des Bundes, ja doch ein Beleg dafür, dass das auch Folgen hat. Und dass eben die jetzt gerade erst geronnen sind in ein neues Bundesverfassungsschutzgesetz, wo man sehen kann, dass bestimmte Missstände, die aus diesem NSU-Untersuchungsausschuss zutage getreten sind, durch die Arbeit dieser Ausschüsse eben auch Veränderungen bewirkt haben. Also da geht schon was. Und das ist sicherlich eines der vielen Kontrollmöglichkeiten, denen Nachrichtendienste eben unterliegen. Eine parlamentarische Kontrolle, sowohl was die allgemeine Arbeit angeht, aber eben gerade auch im Bereich der Telekommunikationsüberwachung, die Überwachung oder die Kontrolle durch die Gerichte, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Das klingt hier immer so, ja, die sind völlig unkontrolliert. Jeder von Ihnen kann bei mir im LEV Sachsen anfragen, ob Daten über ihn bei uns gespeichert sind. Und wir müssen Ihnen mitteilen, ob und auch welche Daten über Sie gespeichert sind. Und wenn wir das im Einzelfall nicht tun, können Sie sofort den Rechtsweg bestreiten und sagen, hier, das ist falsch, das muss ich auch alles wissen. Also die Kontrolle, gerade auch der individuellen Speicherung, um die es ja häufig geht. Wir reden ja immer von Menschen. Das klingt manchmal so ein bisschen abstrakt, wenn wir von Bestrebungen und Ähnlichem reden. Wir reden hier immer von Menschen und ihren Grundrechten. Das sind Rechte, wo wir auch gerade, wo wir es so ein bisschen versuchen, hier auf eine europäische oder internationale Ebene zu heben, wo Deutschland sich sehr gut blicken lassen kann, was das angeht. Das möchte ich mal erleben bei meinen französischen Kollegen, dass sie da einen Brief hinschreiben und sagen, ich möchte wissen, welche Daten sie über mich gespeichert haben. Aber Herr Meyer-Plath, eine Nachfrage. Haben Sie kritische Worte für das, was der BND angeblich tut? Oder sagen Sie, ich weiß nicht, was da eigentlich passiert und... Also Sie sagen ja selbst, es hat Konsequenzen, es gab offenbar ein Fehlverhalten. Können Sie das Fehlverhalten benennen? Können Sie beim bestätigen? NSU? Nicht beim NSU, ich meine jetzt den ich aber. Beim BND. Beim BND kann ich es wirklich nicht sagen. Das ist nicht meine Spielwiese. Na, ich würde gerne ein paar Sätze zu den NSU-Ausschüssen sagen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das verfolgt haben. Tatsächlich sind die Berichte dieser parlamentarischen Ausschüsse öffentlich und man kann die lesen. Und es gab ja auch einige Rücktritte. Also immerhin mussten ja ein paar Leute zu sagen, ihren Hut nehmen. Meine Befürchtung ist nur, dass diese Aufklärung, diese parlamentarische Aufklärung letztlich daran scheitert. Und auch gerade Herr Meyer-Plath ist ja durchaus einige an Vorwürfen gemacht worden, dass nicht nur die Geheimdienste selbst natürlich versuchen, gewisse Dinge unter der Decke zu halten, sondern dass sie im Wesentlichen auch geschützt sind durch die jeweiligen Regierungen und das Innenministerium. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, mit dem Bundeskanzleramtsminister Peter Altmaier zu debattieren in Berlin, wo man das auch exemplarisch gesehen hat. Diejenigen, und er sitzt im Kanzleramt an der Stelle, die Fach- und Dienstaufsicht haben, stellen sich bedingungslos und immer verteidigend hinter ihre eigenen Dienste. Das heißt, die Parlamentarier, von denen ich oft den Eindruck habe, und wenn man den Live-Blog sieht, dann merkt man das manchmal auch, bestimmt noch viel mehr, wenn man drin sitzt. Die stauchen natürlich in gewisser Weise im Nebel, da ja in der Konstruktion der parlamentarischen Kontrolle der Geheimdienste so geplant ist, vom Gesetzgeber so festgeschrieben, dass die Geheimdienste Vorkommnisse nach ihrem Gutdünken melden. Und so hat man auch oft den Eindruck, dass die Parlamentarier in gewisser Weise, also sie müssen,
irgendwie meterweise Akten fressen und sie bekommen halt oft Erinnerungslücken vor den LATs und das Need-to-Know-Prinzip, also die Frage, welcher Unterabteilungsleiter hat denn dieses oder jenes gewusst, also das ist ja auch, wenn man das mal liest, ein Hängen und Würgen. Und insofern, natürlich freut mich, dass einige draus kamen in den NSU-Untersuchungsausschüssen und ich finde auch, dass die NSU-Abschlussberichte von einer großen Deutlichkeit sind. Aber dafür sind mir wiederum die politischen Folgen zu gering, weil ja letztlich in den Abschlussberichten zum NSU den Geheimdiensten vorgeworfen wird, ist schlicht Mittäterschaft an dieser Mordserie und auch mit Finanzierung dieser Szene. Und das ist schon harter Tobak. Also ich muss kurz nochmal sagen, NSU ist ein wichtiges Thema. Ich möchte aber trotzdem vielleicht beim Thema eher netzpolitischen Fragen bleiben. Ich würde gerne Herrn Meyer-Blatt die Gelegenheit geben, noch darauf zu erwidern, kurz, und dann vielleicht weiter. Du bist der Moderator. Also, ist ein wichtiges Thema, das gehört dazu. Wenn wir die große Erwiderung sehe ich da nicht, aber also von Mittäterschaft ist da keine Rede. Das möchte ich mal ganz klar festhalten. Ist klar, gibt es Versagen der Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz, Polizei, Justiz, um das Thema NSU sozusagen abzurollen, eine Mittäterschaft. Die finden Sie in dem Bericht nicht. Und die gibt es auch nicht. Und das weiß ich auch von mir. Auch keine Mittäterschaft. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht in solche Details gehen. Das können wir hier nicht klären, denke ich. Ich würde gerne noch mal fragen, Konstanze, warum kriegen wir die Vorratsdatenspeicherung immer wieder präsentiert? Obwohl sie jedes Mal krachend scheitert. Was glaubst du, was sind die Beweggründe dafür, dass wir ohne die Vorratsdatenspeicherung anscheinend nicht auskommen können oder unsere politische Klasse? Ja, die Frage habe ich mir natürlich auch oft gestellt. Irgendwie seit, weiß ich nicht, 13 oder 14 Jahren geht dieser Kampf. Ich glaube, es hat zweierlei Gründe. Das eine ist, also diese gewisse Attraktivität einer massenhaften Ansammlung von Daten mit dem Wunsch, dass man darüber vielleicht irgendwie Verdächtige oder Täter fangen kann, die ist, glaube ich, einfach für Leute, die in diesem Bereich der Strafverfolgung arbeiten und für Geheimdienste sicherlich auch, also es ist einfach eine gewisse Attraktivität. Ja, also ich kann das verstehen, weil man ja immer wieder, das ist seit mehr als 10 Jahren so, man hört eine einzelne Anekdote, aus der wird vollkommen klar, dass man, wenn man diese gesamtanlasslose Speicherung nicht hat, hier eventuell Ermittlungslücken hat. Und diese Logik erschließt sich unmittelbar, insbesondere in einer Gesellschaft, die eher sicherheitsgetrieben ist. Das ist ja auch eine Frage des Zeitgeistes. Also wir kriegen das ja nun seit 9/11 auch permanent serviert. Es gibt natürlich auch in vielen Bereichen dieser anlasslosen Überwachung auch eine gewisse kommerzielle Komponente, eine gewisse Werbung für diese Form der Datenhortung, weil natürlich auch in Form vom Markt ist. Bei der Vorratsdatenspeicherung sehe ich das allerdings nicht so direkt. Das hat man bei der Biometrie oder so eher gesehen. Das Zweite ist, finde ich, was so ein bisschen damit zusammenhängt, ist natürlich, dass man damit politisch was gewinnen kann. Selbst wenn der Widerstand in Deutschland so groß ist. Und dass der Respekt vor den höchstrichterlichen Entscheidungen im politischen Raum gering ist, das wissen wir seit langem. Und dass man da sozusagen ja nicht, wenn man da eins von Latz kriegt, sich überlegt, ob man vielleicht grundsätzlich was falsch gemacht hat, sondern immer versucht, an diesen Grenzbereichen des gerade noch Möglichen entlang zu stricken, sein neues Gesetz. Das ist sozusagen eine ältere Erkenntnis. Natürlich beunruhigt mich, dass wenn man auf die Geschichte etwa der deutschen Verfassungsgerichtsurteile blickt, dass die letzten 10 Jahre mit dieser Häufung an Urteilen gerade im Bereich der Bürgerrechte, klar, da werde ich nachdenklich. Aber ich glaube, die politischen Mechanismen sollte man da nicht unterschätzen. Es ist, glaube ich, einfach immer wieder sexy für Politiker, einfache Lösungen zu versprechen, ja, auch noch einen Teil der Probleme quasi auf diese privaten Provider abzuschieben. Die müssen mit der speichern, das ist ja nicht unser Problem. Wir ordnen das einfach an und greifen dann ab. Ich glaube, wir müssen uns da weiter wehren. So wie das Gesetz jetzt aussieht, habe ich da gar nicht so schlechte Bauchgefühle. Ich glaube schon, dass wir auch dieses Gesetz wieder zum Scheitern kriegen. Wir müssen nur den langen Atem, den ja viele in diesem Bereich schon hatten, den müssen wir, glaube ich, bewahren. Vielleicht noch ein letzter Satz dazu, ohne dass ich jetzt hier so ewig... es wird in allen digitalen Bereichen der Kampf werden, dass diese Art der anderslosen Speicherung nicht stattfindet. Das wird ein epischer Kampf, den wir in viel mehr Bereichen als nur bei der Telekommunikation führen werden. Wir müssen uns da einfach wehren. Das wird bestimmt hart, aber ich glaube, wenn wir das nicht gewinnen,
wäre das ein enormer zivilisatorischer Rückschritt. Und deshalb müssen wir das schlicht gewinnen. Wir wollen ja nicht rückwärts gehen. Noch ein ganz kleiner, kurzer Punkt, warum Vorratsdatenspeicherung immer so beliebt ist. Und wir müssen uns halt mal angucken, wann die Rufe nach Vorratsdatenspeicherung kommen. Das heißt, wann wieder mal danach verlangt wird, dass wir sowas brauchen. Ich meine, Wetter hatte mal eine Zusammenstellung gemacht, die war, hieß Beißreflex Vorratsdatenspeicherung. Und da haben wir quasi gesehen, dass quasi nach jedem Terroranschlag, nach jedem Vorkommnis quasi nach Vorratsdatenspeicherung geschrien wurde, weil dann gesagt wurde, die hätten wir jetzt gebraucht, um das aufzuklären, was ein totaler Schwachsinn ist in den meisten Fällen, weil die Verdächtigen meistens schon vorher den Verfassungsschutzämtern oder den Nachrichtendiensten bekannt waren und man dafür keine zusätzlichen Ermittlungsmöglichkeiten gebraucht hätte, sondern eben einfach das schon klar hatte. Und ich muss sagen, man muss sich einfach bewusst machen, wie sehr diese Vorratsdatenspeicherungsrhetorik einfach eine ziemliche Angstpolitik ist. Das heißt, wir kriegen immer diese Bilder von Terror, von Kinderpornografie, von whatever vorgehalten. Und damit wird ein Klima von Angst erzeugt, mit dem man das versucht zu legitimieren. Und vielleicht ist auch eine gewisse Angst in der Politik davor da, dass wenn irgendwas passiert und man wirklich ahnungslos dasteht, dass dann irgendwie die Bevölkerung einem das vorhält, was aber nicht der Fall sein wird, weil das ein irrationales Argument ist. Und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst machen. Herr Meyer-Plath, ja. Ich würde gerne eine Frage stellen, kurz. Ach so, weil ich auch. Ich frage Sie. Herr Meyer-Plath, Ihre Behörde ist ja eben zuständig, auch unter anderem für Terrorbekämpfung, deswegen schließt das jetzt auch unmittelbar an. Sehen Sie erstens tatsächlich eine Notwendigkeit aus ermittlungstaktischen Gründen für die Vorratsdatenspeicherung, auch wenn Sie natürlich keine Polizeibehörde sind? Und zweitens, macht die Politik eine Politik mit der Angst, um das zu legitimieren, oder halten Sie das tatsächlich für eine valide Einschätzung? Ja, ich war eigentlich auch gerade geneigt zu applaudieren, weil ich mich durchaus dem anschließen kann. Nur eben, also den epischen Kampf, also wir führen sicherlich eine ganze Reihe paralleler epischer Kämpfe, und dazu gehört sicherlich auch der Kampf gegen den internationalen Terrorismus und zu verhindern, dass er weitere schreckliche Opfer findet. Angst machen? Nein. Nur eine aufgeklärte Gesellschaft kann sich wirksam gegen Gefahren des Extremismus und des Terrorismus, Kinderpornografie klammere ich jetzt mal aus, weil es da mit uns eben keinerlei Überlappungen gibt, aber das heißt sowohl die Lage darstellen, wie sie ist, auf Grundlage guter nachrichtendienstlicher Erkenntnisse, aber auch entlasten es. Ich glaube, gerade in der aktuellen Debatte über die Flüchtlingsströme durch Europa und nach Deutschland ist es auch ganz wichtig, dass ein Nachrichtendienst sagt, nicht jeder Flüchtling ist ein IS-Kämpfer. Was ja durchaus in manchen Kreisen als so Übersatz über allem gilt. Das heißt, Nachrichtendienste tragen auch dazu bei, in solchen aufgeheizten Stimmungen auch Entlastendes zu sagen und damit möglicherweise auch zu einer Kalmierung beizutragen. Dass es die Gefahren des internationalen Terrorismus gibt, das kann überhaupt niemand ernsthaft bestreiten. Und das kann auch niemand den Opfern erklären, zu sagen, ja, das ist nur so eine Chimäre, die die Sicherheitsbehörden aufbauen, weil sie gerne neue Befugnisse haben. Das ist nicht der Fall. Klar. Vorratsdatenspeicherung ja oder nein? Vorratsdatenspeicherung komme ich zu. Wie gesagt, ist nicht ganz meine Spielwiese, weil es hier eher um Strafverfolgung geht. Aber klar, wenn jetzt nach Charlie Hebdo, was Sie ja wahrscheinlich auch angesprochen haben, es heißt, seht her, die Franzosen, die hatten das und ja, verhindern konnten sie es trotzdem nicht. Dann ist mir das wesentlich zu kurz gegriffen. Denn natürlich ist nach einem solchen Anschlag zu gucken, wer waren die Personen, mit wem haben die kommuniziert, ob das im Vorfeld genau so bekannt war, halte ich mal sehr für dahingestellt. Denn die Netzwerke sind in der Regel größer als das Erkenntnisaufkommen, wie es der Verfassungsschutz oder die Polizei zu dem Zeitpunkt haben. Das heißt, es hilft präventiv, möglicherweise den nächsten Anschlag zu verhindern. Und diese Chance, wenn der Gesetzgeber das für angemessen hält, die sollten sich die Strafverfolgungsbehörden, aber auch eben die Behörden, die verhindern, dass solche Straftaten begangen werden, dann durchaus auch zunutze machen. Also im Interesse der Menschen, die Opfer werden. Ich fände ganz interessant, wir haben ja, was ich von euch gelesen hat, es gibt ja etwa die die Leaks, die man bei uns nachlesen kann über die Pläne des Bundesnachrichtendienstes. Darin findet sich so ein Kapitel zur Biometrie, was ich ganz interessant fand, weil den Nachrichtendiensten, zumindest beim Bundesnachrichtendienst jedenfalls, ist aufgegangen, dass mit dieser Überwachung ihnen ja auch ein Problem entsteht. Bei der Biometrie ist ihnen das aufgefallen. Ja? Also wenn man die gesamten Bundesbürger zwingt, präventiv quasi seine Fingerabdrücke und Gesichtsbilder abzugeben, so haben ja die Geheimen so ein kleines Problem, ja, mit der Geheimhaltung ihrer Agenten. Ich frage mich, ob es in dem Bereich
bei der Telekommunikation nicht auch ein Problem? Meinen Ihre Agenten etwa? Oder die von den anderen, also 18 Geheimdiensten, die wir in Deutschland haben, die sind ja quasi jetzt auch alle mit erfasst, ebenso wie unsere Regierenden. Das ist ja sozusagen Teil der Planung, der Vorratsdatenspeicherung. Ich habe mich gefragt, ob man aus der Sicht eines zu sagen Behördenleiters, der ja auch dafür sorgen muss, dass seine Agenten weiterhin geheim agieren können, nicht doch vielleicht sich manchmal am Kopf kratzt. Nee. Also manchmal schon, aber sicherlich nicht aus dieser Frage heraus. Wir wissen ja, dass jetzt hier bei der Vorratsdatenspeicherung die Hürden, wann jetzt die Polizei auf diese Daten zugreifen kann, so hoch sind, dass es doch nicht darum geht, dass hier jede wirkliche Telekommunikation angeguckt werden kann. Ja, also, da ist ja der Bundesnachrichtendienst ein Stück weiter. Denn der weiß natürlich auch, dass nicht jeder auf die biometrischen Daten zugreifen kann, aber der denkt schon etwas mehr in die Zukunft. Ah, verstehe. Na gut. Jetzt habe ich sie irgendwie verloren gerade in der Argumentation, muss ich gestehen. Aber was uns, glaube ich, auch noch interessieren würde, ist die Frage, was das eigentlich bedeutet für den öffentlichen Diskurs. Ich weiß nicht, könnten Sie uns, also haben Sie keine Befürchtungen, dass, wenn die Gefahr besteht, dass solche Daten auch mal verloren gehen oder dass irgendwie ein bösartiger Hackerangriff bei der Telekom dazu führt, dass die Daten veröffentlicht werden, dass dann nicht nur, wir reden jetzt gar nicht nur von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihrer Behörde, sondern natürlich also von allen, die das betrifft, dass die beispielsweise Verbindungsdaten natürlich, dass es eine ganz große Katastrophe wäre, wenn sowas passieren würde, weil ich glaube darüber, ja, also der Informationsverlust wäre enorm und der Schaden, der damit angerichtet würde, wäre natürlich ebenso riesig und das Vertrauen damit auch in die vermeintliche Sicherheitsinfrastruktur wäre damit, glaube ich, generell zerstört. Sehen Sie dieses Problem nicht? Und darf ich Sie ganz kurz noch eine Frage stellen? Benutzen Sie Tor? Also wenn das die Frage war, sozusagen, dass einfach, weil diese Daten da sind, auch eine Gefahr besteht, dass irgendwer damit Missbrauch betreiben könnte, aus welchem Grund auch immer, dann ist die natürlich nicht völlig von der Hand zu weisen, klar. Welche Software und welche Dinge wir benutzen, gehören zum Beispiel zu den Bereichen. Ich meine Sie persönlich? Ich persönlich, nein, ich habe keinen Datenverkehr, der das notwendig machen würde. Nichts zu verbergen? Nichts zu verbergen. Haben Sie schon mal anonym gepostet irgendwo? Nein, auch nicht. Er hat jetzt so ein bisschen verniedlichende Komponente bekommen. Und ich glaube, im Vergleich zu dem, was wir über die NSA und ihre Contractors wissen, ist natürlich gewisserweise so ein Landesamt für Verfassungsschutz auch niedlich. Ja. Es sind wenige Mitarbeiter und sicherlich verglichen mit anderen Ländern der Welt haben wir hier Probleme, die sicherlich überschaubar sind. Klar, man kann dem Landesamt einige Vorwürfe machen, das wird ja auch getan, etwa darunter spielen von Rechtsextremismus, aber im Wesentlichen tun sie, glaube ich, eine Aufgabe, die zumindest ein Teil der Bevölkerung auch okay findet, nämlich, dass man sich überlegt, naja, vielleicht brauche ich eine Behörde, die meinen die sich um das Grundgesetz kümmert und zumindest erstmal guckt, ob Gruppen da tatsächlich mit Gewalt gegen vorgehen wollen. Da kann man ja intensiv drüber streiten. Aber ich glaube, man sollte vor dem Hintergrund natürlich nicht vergessen, was läuft mit diesen Geheimdiensten und wo wir auch Teil von sind. Das ist auch gerade eine intensive Diskussion, die wir in Deutschland haben, dass Geheimdienste eben auch diejenigen aus diesen riesen Massendatenüberwachungen fischen, die dann aber auch abkriegen. Also ich darf daran erinnern, ja, we kill people based on metadata, also sind ja Bereiche, die sind dann überhaupt nicht mehr niedlich. Und wenn man sozusagen auf die großen Freundesgeheimdienste blickt, dann wird's einfach auch, da wird's ethisch sehr fragwürdig. Und da ist natürlich auch ein Komplex entstanden, der sich von seiner finanziellen Ausstattung irgendwie auch selbst reproduziert. Ja. Also wenn man irgendwie 50 Milliarden in einen industriellen Sektor steckt, dann wird er sich erhalten. Wäre ja schön blöd, wenn das nicht so ist. Ja, also ich bin da, man kann darüber, glaube ich, debattieren, ohne dass man immer gleich voll in die Panik verfällt. Aber ich glaube, wir sollten trotzdem nicht aus dem Blickfeld lassen, was da schief läuft insgesamt, und zwar strukturell. Und da sollten wir Deutsche uns wehren. Also wenn man mal irgendwann zu internationalen Übereinkünften zum Rückbau dieser Geheimdienste kommen will, wird Deutschland da eine Rolle spielen? Wir haben ja das Glück, dass unsere Regierungschefin sozusagen betroffen war. Jetzt ist sie gleich noch ein zweites Mal betroffen über ihre Mitarbeiterin. Also ich glaube, da sollten wir auch daran mitarbeiten, sozusagen als deutscher politischer Einflussnehmer,
dass man irgendwann einen Rückbau dieser, sollten wir spätestens dann, also wenn nicht noch mehr Drohnen werden oder wenn wir selber welche haben. Also gibt ja, naja gut, ihr wisst schon. Ich möchte aber auch noch mal eine kritische Frage an die Netzpolitik, Gemeinde quasi stellen. Natürlich verändert sich auch die Struktur der Kriminalität und auch die Art und Weise, wie wir sozusagen, wie Straftaten angebahnt werden, auch über das Netz. Welche netzpolitische Antwort habt ihr auf sowas wie Seidenstraße oder ähnliche Sachen, die ja im sogenannten Dark Web oder wie auch immer passieren? Gibt es darauf eine Antwort, die wir haben, oder sagen wir, das passiert halt und das ist, müssen wir in Kauf nehmen, wenn wir anonym kommunizieren wollen? Ich glaube, wir müssen immer in Kauf nehmen, dass Straftaten passieren zuerst, weil im Prinzip immer, wenn ich eine Grundrechtseinschränkung mache, wie es zum Beispiel durch Vorratsdatenspeicherung passiert und wie es durch andere Überwachungsmaßnahmen passiert, muss ich nachweisen, dass die erforderlich und verhältnismäßig ist. Und erforderlich heißt eben nicht, dass es bequem ist, das zu tun. Und wir dürfen eben auch nicht vergessen in dieser ganzen Debatte, also manchmal fühle ich mich so ein bisschen wie ein Polizeiverteidiger, wenn ich das sage, aber im Endeffekt, die Polizei hat seit Jahren klassische Ermittlungsmethoden, mit denen die Polizei anscheinend es irgendwie schafft, Verbrechen aufzudecken. Und wenn wir jetzt sagen, die Polizei schafft das nur noch, wenn wir ihnen massenweise Daten in Form von Vorratsdatenspeicherung etc. in die Hand werfen, dann ist das auch ein bisschen beleidigend. Ehrlich gesagt, ich glaube nämlich nicht. Also es ist irgendwie... So, und wir haben eben auch wissenschaftliche Berichte, zum Beispiel vom Max-Planck-Institut, die sagen, dass es keine Schutzlücke gab, während die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland nicht in Kraft war. Das heißt, wir müssen erstmal nachweisen, dass es in irgendeiner Weise erforderlich ist, so ein Instrument einzusetzen. Können wir aber nicht. Nicht mal unser lustiger Justizminister Maas kann das, der sich vor eine Bundespressekonferenz stellt und sagt, ja, die Notwendigkeit der Vorratsdatenspeicherung kann ich nicht beweisen. Ja, da gab es mal Fälle, aber ach, mir fällt gerade keiner ein. So. Und selbst wenn er uns zwei Fälle liefert, ist das nicht genug, weil wir wollen, um wirklich eine Grundrechtseinschnittsmaßnahme zu machen, brauchen wir wirklich einen Beleg und nicht mal quasi irgendeinen Zufallsfund oder irgendetwas anderes. Und das ist eben eine Sache, mit der ich nicht argumentieren lasse und wo ich sage, die Geheimdienste, also die Landesverfassungsschutzämter, die Polizei, die haben andere Ermittlungseingriffsmöglichkeiten, wenn sie konkret Verdächtige irgendwo haben. Und dann können sie sowas machen wie Telekommunikationsüberwachung und dieses und jenes. Und da gibt es gerade meiner Meinung nach wenig Problem. Herr Meyer-Plath, weil wir gerade über die Kosten auch reden, man hört immer, dass eigentlich die besten nachrichtendienstlichen Mittel sind eigentlich Human Intelligence. Also das heißt Mann zu Mann, Frau zu Frau und so weiter, was es da an Mischungen gibt. Hätten Sie das Geld nicht lieber, das Geld, was die Vorratsdatenspeicherung kostet, nicht lieber dafür eingesetzt und wären Sie da nicht besser? Also zunächst nochmal, ich kenne keinen Polizeibeamten, der sich jetzt beleidigt fühlt, dadurch, dass er dieses Mittel hat. Das war auch überspitzt. Ich weiß, den kenne ich nicht. Ich kenne eigentlich nur die Kollegen, mit denen ich spreche, die sagen, dass das eben eine sehr wohl sehr notwendige Ergänzung der Maßnahmen war. Ich glaube, jetzt die einzelnen nachrichtendienstlichen Mittel aufzuwiegen und also jetzt die Vorratsdatenspeicherung mit der Frage, wie viele menschliche Quellen können wir ressourcenmäßig überhaupt führen, ist schwierig. Das Ganze muss verhältnismäßig sein und die nachrichtendienstlichen Mittel, die das LfV Sachsen zur Verfügung hat, sind insbesondere dann wirksam, wenn sie zusammenspielen. Also zu sagen, wir verzichten völlig auf Human Intelligence und hauen die Ressourcen komplett in die Telekommunikationsüberwachung. Das würde schon deswegen nicht gehen, weil die Eingriffsschwelle der Telekommunikationsüberwachung, Sie haben das angedeutet, eben sehr, sehr hoch sind. Das heißt, die kann man nicht in den Bereichen überall einsetzen, wo menschliche Quellen aktiv sind. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Observation. Richtig funktionieren tut das nur zusammen. Ich mache das immer gerne an einem Beispiel deutlich. Wenn wir Hinweise kriegen, dass sich in einem bestimmten Objekt, damit meine ich jetzt ein tatsächliches Gebäude, dass sich dort Menschen treffen, einer, sagen wir mal, Neonazi-Gruppe mit starker Gewaltaffinität und die nun vorhaben, dort irgendetwas zu planen, um möglicherweise dann jetzt, klassisches Beispiel, eben gegen Asylbewerberunterkünfte vorzugehen. Dann kann ich mit dem Mittel der Observation, wenn ich weiß, vielleicht ein oder zwei von den Teilnehmern im Vorfeld, den kann ich folgen und damit komme ich zu diesem Objekt. Damit weiß ich aber immer noch nicht, was da drin passiert. Und über Telekommunikation kriege ich in der Regel auch nur mit, wer dort vielleicht auch Interesse hat, hinzugehen, aber es findet sozusagen keine Nachbetrachtung der Ergebnisse eines solchen Treffens in normaler Telekommunikation statt. Das kann man beklagen, aber das ist nun mal so in der Szene. Das heißt, tatsächlich aus dem
Objekt heraus kann ich nur Erkenntnisse gewinnen durch einen Teilnehmer. Und das Gesamtspiel allerdings, das funktioniert dann eben in so einem Fall durch die Verzahnung der nachrichtendienstlichen Mittel. Die kann man also nicht gegeneinander aufrechnen. Wenn man, ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Genauso wird es wird nicht lange dauern. Genauso wird die Begründung sein, wenn die Vorratsdatenspeicherung auf die Inhalte der Telefonate ausgedehnt werden würde. Das wird kommen. Verlasst euch drauf, allesamt. Genau so wird es sein. Das wird die Argumentation sein. Dass man nur mit den Metadaten ja nicht weiterkäme. Und auch in anderen Bereichen der anlasslosen Überwachung würde es so sein. Es wird sehr viel billiger in Zukunft werden, auch die Inhalte zu speichern. Es gibt Länder auf der Welt, übrigens auch demokratische, die bereits die Inhalte wegspeichern. Erinnert euch an meine Worte, genauso wird die Argumentation sein, weil ja jetzt fragen. Ist es aufwendig. Herr Meyer-Plath, würden Sie das auch befürworten, die, auch wenn Sie gerade Kollemate verkosten, würden Sie auch die Speicherung von inhaltsbezogenen Daten befürworten? Mit der gleichen Argumentation könnte man das ja tun. Also hat sich für mich als Thema, als Nachrichtendienst nicht gestellt bisher. Aber wenn ich Ihnen die Frage jetzt stelle? Denn das Beispiel, was ich gebracht habe, das war jetzt auch nicht ganz vergleichbar. Ne? Da ging es ja nicht um die Aufklärung von Straftaten, sondern hier ging es um eindeutige Prävention von Straftaten. Also das ist ein ganz anderes Thema. Aber die Speicherung von sämtlichen Inhaltsdaten habe ich bisher kein Verlangen nach. Na, hoffentlich habe ich jetzt keine, okay. Oh. Aber... Das vielleicht auch noch, weil Sie das auch vorhin so gesagt haben, dass die Menge an Daten, die eben mittlerweile vorhanden ist, dass das sozusagen, wir haben uns ja bei einer anderen Veranstaltung schon mal getroffen, so eine Art erotischen Kick bei Nachrichtendiensten aus, und sagen, boah, so viele Daten sind jetzt auf dem Markt, Mensch, da müssen wir ran, dass das eigentlich eher eine große Herausforderung ist, in diesen Datenströmen die Relevanten überhaupt noch mitzukriegen, sehe ich also eher als Herausforderung, denn als, oh super, da ist ja ganz viel zu heben, darauf warte ich ja nur. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Da können wir ja uns anhand der Snowden-Papiere mal ein Bild machen, wie andere Geheimdienste, die technisch ein bisschen weiter sind, damit umgegangen sind. Vor diesem Problem standen die amerikanischen Geheimdienste, nicht nur die NSA, auch andere, aber insbesondere die NSA natürlich auch, dass sie als technischer Dienstleister, als technischer Geheimdienst mit der Fülle umgehen mussten. Und wenn man sich jetzt strukturell ansieht, im letzten Jahrzehnt, also das Folgende passiert. Der ganze Bereich der Contractors, der kommerziellen Vertragspartner, hat auch damit zu tun, dass die Auswertung kommerzialisiert wurde in den wirtschaftlichen Bereich hinein. Also auch aufgrund der Fülle. Dass heute die Mehrzahl der Menschen, die in diesem Komplex arbeitet, gar nicht für die Geheimdienste selbst, sondern Contractors sind, ist auch eine strukturelle Folge dieser Erkenntnis, dass man so ein bisschen erschlagen ist von Daten. Und ich glaube, was wir strukturell lernen von den amerikanischen Veröffentlichungen, ist natürlich das hier zu verhindern. Als wir das letzte Mal sprachen, wir waren in Leipzig und da ging es um, da war Roland Jahn von der Stasi-Unterlagenbehörde da und es ging auch darum um die Struktur von Geheimdiensten. Und ich denke, wir sollten nicht nur aus der Geschichte von Geheimdiensten lernen, sondern wir sollten uns natürlich auch ansehen, was aktuell mit technisch hochgerüsteten Geheimdiensten passiert ist in der jüngeren Vergangenheit, was aus den Konzeptpapieren für die nahe Zukunft der jetzigen deutschen Geheimdienste hervorgeht, und da sollten wir ganz strukturell gegenarbeiten, weil ich meine, ich muss das hier, glaube ich, niemand erzählen. Wir werden jeden einzelnen Lebens- und Arbeitsbereich digitalisieren. Und wir sollten sozusagen keinen geheimen, intransparenten Komplex neben uns haben, der das immer abgreift. Im Übrigen ist die Vorratsdatenspeicherung nicht sakrosankt für den Zukunft der Geheimdienste, auch wenn darüber sehr selten gesprochen wird. Da bestehen natürlich Möglichkeiten, selbstverständlich. Also da schließt sich die Frage an Herrn Meyer-Plath an, wie souverän, in Anführungszeichen, sind die Geheimdienste, also die Nachrichtendienste, wie Sie sie nennen möchten. Und das heißt, wie frei können Sie entscheiden, wenn wir eine bestimmte Sache nicht tun, wenn wir Daten nicht austauschen, dann verlieren wir vielleicht sozusagen Informationen auf einer anderen Seite. Inwiefern sind Sie souverän im Handeln, können Sie autonom entscheiden, wir halten uns ausschließlich an deutsches Recht, und man hat den Eindruck, dass das ja zum Teil nicht mehr der Fall war. Und das wird sich vielleicht noch verschlechtern, diese Situation, wenn man Dienste an Kontraktoren auslagert, deren Algorithmen man womöglich auch gar nicht mehr sozusagen kontrollieren, geschweige denn verstehen kann.
Also die Antwort ist ganz einfach. Die deutschen Nachrichtendienste halten sich an ihr Gesetz oder an das Gesetz. Ja, das ist einfach die Aussage. Alles, was wir tun, tun wir auf Grundlage des sächsischen Verfassungsschutzgesetzes. Die ethischen Fragen, die natürlich auftauchen... Darf ich mal kurz zwischenfragen, meinen Sie alle deutschen Geheimdienste? Oder beziehen Sie das jetzt auf denen, den Sie reingucken können? Das beziehe ich auf denen und ich habe allerdings keinen Zweifel, dass es die anderen nicht auch tun. Das muss man mir erstmal beweisen, das Gegenteil. Die ethischen Fragen, die sind natürlich zum Teil schwieriger. Ein Nachrichtendienst, gerade unsere, die auf internationalem Parkett arbeiten, könnten sich auf den Standpunkt stellen und sagen, wir arbeiten nur mit solchen Nachrichtendiensten zusammen, die denselben Grundrechtsschutz wie wir haben. Das könnten die. Das tun sie aber nicht. Sie wären allein. Und ob das im Sinne des Erfinders ist, ist wieder eine andere Frage. Klar, die verbotene Frucht. Was mache ich, wenn ich von einem Nachrichtendienst eines anderen Landes Informationen bekomme, bei dem ich weiß, dass auch gefoltert wird? Ich kriege aber einen ganz konkreten Hinweis auf eine Anschlagsplanung. Wegdrücken oder nutzen? Ja, das sind die Fragen, mit denen sich Sicherheitsbehörden heutzutage, nicht nur heutzutage, immer schon beschäftigen müssen. Was mache ich mit so einer, in Anführungszeichen, verbotenen Frucht, einer Information, die ich nach deutschem Recht niemals hätte erheben dürfen, die aber plötzlich auf meinem Tisch ist? Natürlich, und die gibt es ja auch andersrum, nicht wahr? Also ich meine, wir wissen, und Brendan Bryant hat es vom NSA-Untersuchungsausschuss ja schon gesagt, die Nachrichtendienste müssen auch damit leben, dass sie ab und an Informationen weitergeben, die bei anderen dazu führen, dass wir eine Hellfeier auf den Kopf kriegen. Ja, aber die Antwort ist einfach, Herr Meyer-Plath, dass man diese Information nicht entgegennimmt. Sie ist schon da. Sie ist da. Sie können sie gar nicht mehr nicht... Sie können nicht so tun, als ob Sie sie nicht bekommen hätten. Sie tun sie weg und Menschen sterben und dann müssen Sie erklären, was Sie getan haben. Die Diskussion ist spannend. Also ich finde es absolut vermessen und irgendwo zwischen wirklich unglaublich witzig und traurig, dass sie sagen, dass ich irgendwie, dass man sieht, dass sich deutsche Geheimdienste an ein Gesetz halten. Ich meine, ich sitze ja jetzt öfter mal in diesem NSA-Untersuchungsausschuss und da wird ja relativ vergleichsweise offen geredet und auch aus internen Dokumenten und E-Mails zitiert und dann sehen wir eine E-Mail, die eine Frau, eine Volljuristin, die einer Behörde, einer Tarnbehörde des BND übersteht und die sagt dann, ich tue mich etwas schwer damit, eine Rechtsgrundlage zu finden, / zu kreieren. Und wenn ich mir solche Sätze angucke, dass intern Dinge getan werden, bevor man eine Rechtsgrundlage hat, danach wird nach einer Rechtsgrundlage gesucht, man stellt fest, es gibt nicht so wirklich eine, man müsste sie sich ausdenken und dann sagt man noch, deutsche Geheimdienste halten sich an irgendein Recht und Gesetz und dann gibt es weitere interne Briefe, aus denen da zitiert wird, wo dann gesagt wird, ja, wir dürften das jetzt eigentlich nicht, das darf keiner mitkriegen, aber wenn wir das jetzt nicht machen, dann stellen die Zusammenarbeit ein, was sollen wir nur machen, wo dann einfach ein Druck von außen da ist, der dazu führt, dass man deutsches Recht missachtet, intern darüber diskutiert, es nicht weitermeldet, wo soll denn dann bitteschön sich ein deutscher Geheimdienst, ich sage nicht, der sächsische Landesverfassungsschutz, den kenne ich nicht gut genug, aber ich sage nicht, alle Geheimdienste können sich an Recht und Gesetz halten, wenn solche Informationen rauskommen, die auch noch von Geheimdienstmitarbeitern dann bestätigt werden. Also das finde ich absolut vermessen. Entschuldigung. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen kurz, muss ich sagen. Dazu müsste man sehen, wie die Geschichte dann weitergegangen ist. Also das ist... ich kann Ihnen auch mehr dazu erzählen. Ja. Die Protokolle sind ja nicht öffentlich. Nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu kleinteilig. Das schmeckt also, uns nur kalt wahrscheinlich. Ist noch schon zu warm. Das ich würde nochmal in eine andere Richtung auch nochmal eine kritische Frage stellen, denn es ist ja schon so, dass sozusagen das Bild von der Hackerin oder vom Hacker ja doch so ist, dass wir sozusagen souverän mit technischen Mitteln umgehen können und gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen diese Idee vom Cyberpunk existiert, dass wir sozusagen autonom agieren können und Konstanze. Ja. Ich weiß, aber man muss ja auch mal hier eine kritische Frage stellen. Wie siehst du das? Können wir ernsthaft irgendwie sagen, okay, wir sind Hacker, wir können souverän entscheiden, welche Systeme beispielsweise man mal aufmacht, um Hacktivismus zu betreiben? Oder würdest du eher sagen, der legale Weg der Partizipation, für den ja auch du irgendwie stehst, durch sehr viele, sehr beeindruckende Engagement. Sollen wir dem weitergehen oder findest du, Hacktivism gehört einfach zu unserer Szene dazu? Ja, also
Insgesamt bin ich, glaube ich, mit dem Haktivismus ganz zufrieden, insgesamt. Natürlich gibt es da Grenzbereiche, da kann man, haben wir ja auch intensiv drüber gestritten, aber insgesamt ist für mich der Haktivismus eigentlich deutlich mehr geprägt durch die Tatsache, dass wir Tools bauen und Leuten zur Verfügung stellen, insbesondere solche Projekte eben wie Tor oder I2P oder generell Anonymisierungs- oder Software gegen Zensur und gegen Filterung. Also ich glaube, da in diese Richtung hat sich der Haktivismus, finde ich, in den letzten Jahren ziemlich breit und auch sehr heterogen entwickelt. Das macht mich ein bisschen stolz. Natürlich ist mir klar, dass man da jetzt auch nicht mit rosa Brille drauf gucken darf. Verstehe ich. Natürlich macht mir Sorgen, dass ein Teil der Hacker-Szene vor allen Dingen in Übersee überhaupt kein Problem damit hat, sich mehrere Jahre in seiner sozusagen Arbeitskarriere von Geheimdiensten anstellen zu lassen oder von Contractors. Auch Edward Snowden ist ja so jemand. Also da gibt es doch große Unterschiede in der Kultur, sehe ich schon. Aber insgesamt, wie ich schon eingangs sagte, insgesamt bin ich nicht unzufrieden. Ich glaube, meine Frage war eigentlich, ganz kurz, wenn ich nochmal fragen darf, also ist das Verhältnis von Legalität und Illegalität nicht ähnliches wie das, das ihr dem Verfassungsschutzämter und dem BND unterstellt? Ja, ich glaube auch, dass es Gesetzesübertretungen gibt. Dafür gibt es aber oft auch Gründe. Also ich bin kein Gesetzesfetischist. Ich glaube, dass man aus ethisch-moralischen Erwägungen durchaus mal zu dem Schluss kommen kann, Gesetze zu übertreten. Wenn man das strukturell tut, ist das natürlich ein Problem. Insgesamt es gibt ein paar unangenehme Gesetze hier in Deutschland, aber auch international gegen Haktivismus und gegen die Novellierung des Hacker-Paragraphen haben wir auch intensiv gekämpft, inklusive eines Gutachtens vor dem Verfassungsgericht. Da haben wir letztlich nicht gewonnen. Die Verfassungsbeschwerde ist ja nicht, hat ja nicht zum Erfolg geführt. Aber ich glaube, im Wesentlichen kann man hier in Deutschland Haktivismus betreiben, ohne kriminalisiert zu werden. Das halte ich für einen großen Vorteil und werde auch dafür kämpfen, dass es so bleibt. Anna. Ja. Alles gut, alles gut. Zu spontan aufgehört? Ja. Anna, wenn man deine Kommentare auf Netzpolitik.org liest, hat man schon den Eindruck, dass du so ein bisschen resigniert bist. Sei ich ganz ehrlich, also ich habe so den Eindruck, da besteht... Du siehst wenig Hoffnung darauf, dass sich sozusagen die Netzpolitik in eine Richtung bewegt, die sozusagen deinen Traum von Emanzipation durch durch Internet quasi ermöglichen würde. Wo siehst du sozusagen Handlungsbedarf? Was müsste sich konkret ändern, damit du wieder fröhlichere Kommentare schreiben würdest? Oh, eine fiese Frage. Können wir es morgen auf Arbeit nochmal diskutieren, Kurt? Also ehrlich gesagt, ich glaube, das muss man so ein bisschen differenzieren. Ich glaube, ich bin gar nicht so arg deprimiert, wie das vielleicht manchmal scheint. Aber also zum Beispiel bin ich sehr deprimiert, dass es jetzt wieder eine Vorratsdatenspeicherung gibt. Ich bin aber nicht sehr deprimiert dahingehend, dass wir die nicht wieder wegkriegen. Es ist ziemlich nervig, dass es die jetzt wieder gibt, weil dann müssen wir sie wieder wegkriegen und können in der Zeit keine anderen coolen Dinge tun, die wir vielleicht lieber tun würden. Aber das wird irgendwie funktionieren. Ich kann jetzt aber auch nicht hingehen und sagen, das wird schon, weil dann würde ja keiner mehr was dagegen tun. Weil ich bin ja auch quasi in einer Position, in der ich quasi versuche, Menschen zu vermitteln, wo sind gerade unsere Baustellen, wo läuft gerade wirklich was schief, wo müssen wir gerade hingehen. Und dann im Anschluss, wenn mal was gut gelaufen ist, eben auch darüber zu berichten, das passiert aber gerade so ein bisschen selten. Heißt aber nicht, dass ich resigniert bin, sonst würde ich das, glaube ich, nicht mehr tun, sondern irgendwas mit Holz machen, was ich auch manchmal gerne machen würde. Also bevor, darf ich da mal kurz, bevor ich jetzt von Herrn Meyer-Plath auch gerne mal wüsste, wie seine optimistische Zukunft sieht. Ich würde gerne eine Sache mal noch anmerken, was mich stört seit langer Zeit, also seit ich auch selber irgendwie aktivistisch tätig bin, ist natürlich, dass man permanent und ich selber, und das betrifft, glaube ich, viele, die sich in dem Bereich engagieren, man muss ja defensiv handeln. Bei der Vorratsdatenspeicherung ist es quasi das klassische Beispiel. Ja? Also jetzt hecheln wir da irgendwie 13 Jahre in diesen Politiker hinterher und dann vor Gericht und immer wieder gewonnen und wie so ein Stehaufmännchen, aber so eins mit so einem so ein Hydra-Stehaufmännchen mit 8 Köpfen. Naja. Was mich ein bisschen daran stört, ist, dass man sich nicht, oder dass man oft nicht die Zeit hat, sich auch eine positive Vision zu malen, davon, was man gerne hätte. Ich hatte mal so eine Zeit, ich weiß nicht, wie das durchgeht, ist mir heute fast peinlich zu sagen, wo ich so dachte, oh, jetzt kommen diese Piraten, vielleicht können die lange her. Ich weiß. Aber
mit dem, also ich finde, das fehlt, dass man auch eine positive Vision entwirft, dem, also wo man eventuell auch mal irgendwann dazu kommen könnte, dass man politische Mitstreiter hat, die den zumindest in Teilen folgen. Man kann das machen bei der staatlichen Transparenz. Ich finde, da kann man gute Beispiele finden und eine positive Vision und nicht immer nur dieses Verhindern, dass sie jetzt schon wieder, oh weia, ja. Und da würde ich eigentlich schon ganz gerne mal hin, so ein bisschen eine Hoffnung von mir. Da helfen Sie doch mit, Herr Meyer-Plath, oder? Aber Herr Meyer-Plath, können wir die Frage nach der positiven Vision ja gerne auch stellen. Sie stehen ja auch für eine neue Transparenz- und Kommunikationspolitik. Können Sie die erläutern, wie die aussehen soll und ob die sozusagen sich in der Kommunikation erschöpft oder ob Sie auch sozusagen strukturelle Maßnahmen für wesentlich halten, um das Bild, doch, ich denke, da sind wir uns einig, das arg ramponierte Bild der Nachrichtendienste in der Bundesrepublik zu verbessern? Ja. Also ich glaube, dass alles, was wir auch heute diskutieren, eigentlich ein Zeichen für eine sehr lebhafte Demokratie ist. Und dass das Prozesse von Checks und Balances bei der Frage des richtigen Maßes von den Befugnissen von Sicherheitsbehörden ja genau so ablaufen muss in einer Demokratie. Und dass es unglaublich langen Atem auf beiden Seiten bedeutet, dass Demokratie eben häufig auch für den Zuschauer zäh ist und lange braucht, um dann endlich den Weg zu finden, der für alle verträglich und konsensual ist. Das ist nun mal so. Und das ist aber auch, denke ich, ein großes Glück, dass wir das so haben, dass wir eben nicht zu schnell Schüssen in die eine oder andere Richtung in unserer Demokratie fähig sind. Die Vision, die ich habe, die ist nicht etwas, was ich mir irgendwie erträumt habe, sondern ich habe, bevor ich zum Landesamt für Verfassungsschutz nach Sachsen gewechselt bin, in Brandenburg jahrelang Verfassungsschutz betrieben. Und der Brandenburger Verfassungsschutz hat sehr früh erkannt, dass, um glaubwürdig zu sein und bei den vielen Partnern des Verfassungsschutzes, den Kunden, wenn Sie so wollen, also bei denjenigen, die auf die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes viel Wert legen, um bei denen Vertrauen überhaupt zu haben als Nachrichtendienst in einer Gesellschaft nach Stasi und so weiter, dass sie da offen auch damit umgehen müssen, was ihre eigenen Befugnisse sind, wer sie sind und wie sie offen auftreten. Und diese Philosophie habe ich mit nach Sachsen gebracht und die setzen wir mittlerweile sehr, sehr stark um. Die Zahl der Veranstaltungen, bei denen wir ganz offen mit Ihnen in Kontakt kommen und wo wir uns den Fragen stellen, die hat erheblich zugenommen, auch die Menschen, die wir damit erreichen. Und ich merke auch dieses Misstrauen, was natürlich gerade jetzt für Sachsen betroffen, wahrscheinlich eher NSU als NSA Bezug hat. Das mag aber eben auch an der Rolle des sächsischen Verfassungsschutzes in dem einen beziehungsweise in dem anderen liegen. Das spüre ich bei den öffentlichen Veranstaltungen, auch meine Mitarbeiter, längst nicht mehr so in der Form, wie es etwa noch 2012, 2013 ist. Das heißt, das hat Wirkung. Die Menschen interessieren sich sehr stark eben für die Erkenntnisse, die der Verfassungsschutz hat, gerade natürlich für den Bereich Rechtsextremismus hier im Freistaat Sachsen. Aber sie wollen auch nach wie vor wissen, was macht ihr eigentlich? Wie groß seid ihr eigentlich? Wie viele tausend V-Leute sind es eigentlich oder ist es nur einer? Das sind Fragen, die wichtig sind, damit eben auch der Partner, als der wir uns sehen, von zivilgesellschaftlichen Akteuren, von Behörden weiß, wer ist denn eigentlich dieses Gegenüber? Und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie in einer Demokratie Inlandsnachrichtendienste agieren können. Sie merken, beim Thema Auslandsnachrichtendienste bin ich zurückhaltender, vorsichtiger, weil ich mich da einfach auch nicht so gut auskenne, welche Kompromisse die möglicherweise machen müssen, um in einem Verbund dort mitwirken zu können, aber ich kann das für die Inlandsnachrichtendienste in Deutschland auf jeden Fall sagen. Und wenn ich noch einen Wunsch hätte sozusagen, wenn wir so in die Glaskugel gucken, dann wäre ich froh, wenn Nachrichtendienstlern, die ja letztendlich in einer Sicherheitsarchitektur auch mit Polizei, mit Justiz, zum Teil auch mit Bundeswehr agieren, dass es nicht gerade immer die Nachrichtendienste sind, denen dieses unglaubliche Misstrauen zum Teil entgegenkommt, weil das ist natürlich für die Mitarbeiter, die da sind, auch schwierig. Das sind Menschen, die das Gesetz anwenden, einen gesetzlichen Auftrag erfüllen, wo aber sobald neue Befugnisse oder irgendetwas kommt, sofort kommt, die missbrauchen die bestimmt. Das glaube ich, wenn die Bundeswehr einen neuen Kampfpanzer bekommt, dann ist nicht sofort die Diskussion, na jetzt werden die aber gleich mit dem Kampfpanzer durch Deutschland fahren und Schutt und Asche legen. Völlig abwegig der Gedanke. Bei Nachrichtendiensten, Befugnisse, denkt man sofort, da sitzen welche, die warten nur darauf, das jetzt zu missbrauchen, um damit dem Bürger hinterher zu schnüffeln. Das ist nicht so. Wenn Sie Also Sie reden. Das war jetzt die Stelle für den Applaus, aber ich merke schon. War ja auch bisher nur ein Wunsch.
Sie reden ganz viel von Vertrauen, Sie reden von Checks and Balances und sagen, dass es ja irgendwie mehr Öffentlichkeit gibt. Es gibt mehr Öffentlichkeit, aber wir müssen uns eben auch klar machen, dass ein Großteil dieser Öffentlichkeit, die es gerade gibt, daraus kommt, dass früher mal richtig doll was schiefgelaufen ist. Und dass, wenn nicht zufällig das irgendwie rausgekommen wäre, sei es, dass jemand das intern irgendwie nach außen sticht, sei es, dass es durch irgendwelche anderen Umstände eben zum Tragen kommt, dass da wirklich arg was im Schrägen liegt, wäre das immer noch nicht auf der Diskussion. Und dass man sich jetzt natürlich vielleicht einer Diskussion stellt, das tut der BND zum Beispiel nicht, aber wenn das irgendwie andere tun, ist das schön. Aber das heißt, dass wir niemals darauf vertrauen können, dass Dinge, die wir heute noch nicht wissen, nicht passieren. Ich weiß nicht, wie so ein Vertrauen aufgebaut werden soll, wenn es einfach sich historisch durchzieht, dass man immer mal wieder irgendeinen Skandal bekommt, dann ändert man mal offiziell was, dann stellt man 10 Jahre fest, später fest, es ist immer noch im Prinzip genau dasselbe. Wie soll man denn da wirklich ein Vertrauen erhalten? Wie soll man denn einen Geheimdienst kontrollieren können, wenn es nicht mal quasi einem parlamentarischen Aufsichtsgremium gelingt, irgendwelche sinnvollen Informationen aus dem Geheimdienst zu kriegen, um zu sehen, ob das, was er da gerade tut, rechtsstaatlich tragbar ist oder nicht. Verstehe ich halt nicht ganz. Da haben Sie eine andere Erfahrung mit parlamentarischer Kontrolle als ich. Ich kann Sie mal bitte die parlamentarischen Kontrollgremien im Bundestag fragen, die fühlen sich, glaube ich, auch gerade verarscht. Also ich kenne die in Brandenburg und in Sachsen und dort wird uns zu Recht, weil es ist ihr Auftrag, erheblich auf den Zahn gefühlt. So ist es. Jetzt müssen wir aber der Ehrlichkeit halber auch sagen, also ich meine, die öffentliche Kritik, die gerade auch an Ihnen als Person geübt wird. Mein letztes Mal, als wir auf einem Anschlag waren, konnten wir ja kaum sprechen, bezieht sich aber natürlich auch darauf, dass Sie nicht unbedingt kooperationswillig waren bei der Aufklärung. Nee. Also ich meine, das ist ja gerade ein zentraler Kritikpunkt, gerade auch an Ihren Aussagen in dem Ausschuss. Insofern sind Sie da schon ein bisschen prototypisch. Das sehe ich naturgemäß anders. Well. Ja, ernsthaft. Gut, ich glaube, also wie gesagt, die Details, denke ich, haben wir jetzt weder die Zeit noch ist das hier der Ort dafür. Kann man ja auch nachlesen, nicht wahr? Ja, also ganz genau. Sind alle tun eingeladen, Sie's. Sich dazu zu informieren. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir noch eine Viertelstunde Question and Answer machen als Interaktion mit dem Publikum. Wir haben hier ein Mikrofon. Wer da reinsprechen möchte, den bitte ich um Kürze und ich bitte auch das Podium jeweils um kurze Antworten. Das heißt, wenn ihr kurz sagt, an wen die Frage geht und wenn ihr die Frage bitte kurz formuliert. Oh, Gesichter, habt ihr alle gedacht, ihr müsst schweigen oder wie? Sprich da erstmal ein. Nein. Okay, hört man mich jetzt? Okay. Ich hab zwei Fragen, wenn ich darf. Die erste geht an Anna. Du hast vorhin gesagt, ja, es geht um deine Resignation quasi. Du hast vorhin gesagt, dass es schade ist, dass ihr euch damit jetzt beschäftigen müsst, die Vorratsdatenspeicherung wieder wegzubekommen, dass du aber das für gut einschätzt, dass das auch klappt. Ist nicht Teil des Problems auch, dass eure Ressourcen quasi durch dieses immer wiederkehrende Problem so sehr gebunden werden, dass ihr nicht die Chance habt, halt andere Sachen dadurch zu verhindern, die ihr vielleicht sonst verhindern könntet? Also ist das nicht wirklich ein großes Problem für euch? Ihr seid ja jetzt auch nicht besonders viele, sag ich mal. Die zweite Frage kannst du gleich stellen, bitte, und dann können wir sie beantworten. Ja, mach mal. Aber okay, die zweite Frage wäre nochmal das Thema der Angst, das wir vorhin kurz angesprochen hatten, das wir aber leider nicht beantwortet hatten. Da würde ich vielleicht gerne nochmal vielleicht ein paar Ausführungen von Herrn Meyer-Plath zuhören. Welche Angst? Das Thema, dass das Klima der Angst, das quasi erzeugt wird, womit dann die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel begründet wird. Danke. Anna. Also, ja, die Antwort ist ja, es ist ein Problem, weil wir wenig Leute sind. Ich meine, keine Ahnung, wir sind jetzt bei Netzpolitik auch 5 Leute. So, es gibt natürlich irgendwie noch andere Organisationen in diesem Umfeld, die haben auch noch ein paar Menschen. Aber im Endeffekt sind die dann auch die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelchen Sachen hinterherzurennen, um die wieder wegzukriegen, anstatt wirklich was Positives zu formulieren, wie Constanze ja auch zum Beispiel schon gesagt hat. Das heißt, wir könnten uns mal darum kümmern, dass man irgendwie ordentliche Transparenzgesetze in Ländern hat, dass man irgendwie andere Gesetze verbessert, dass man einfach Reformvorschläge macht, wo es gerade nicht direkt scheiße geworden ist und man es wieder wegkriegen muss, sondern wo man es besser machen will. Die Ressourcen haben wir kaum. Und ich meine, keine Ahnung, du kennst mich ja so ein bisschen, du kriegst ja auch mit, dass wenn jetzt irgendwie bei uns Landesverrat ist, dass Mensch dann irgendwie 2 Wochen dann komplett außer Kraft gesetzt ist, weil wir es zu 5 halt irgendwie nicht schaffen, 30 Fernsehteams am Tag durchzuschleusen und dann trotzdem noch irgendeine Arbeit zu machen. Das ist natürlich eine extrem gute Art und Weise, jemanden außer Kraft zu setzen. Und das ist sehr schade, aber es hat uns eben auch gezeigt, dass dadurch, dass so viel, sage ich mal, Schwieriges passiert, dass auch die Unterstützung quasi wesentlich größer geworden ist. Das heißt, es gibt wesentlich mehr Menschen, die bereit sind zu unterstützen, sei es jetzt finanziell oder durch ihre Zeit. Und dass wir eben dadurch auch Ressourcen dazu bekommen und Menschen darauf
aufmerksam machen können durch Dinge, die eben gerade schief laufen und die Menschen auch anfangen zu stören, dass es wichtig ist, sich dafür einzusetzen. Und das ist immer eine, natürlich würden wir uns gerne um schöne Dinge kümmern, aber ja. Danke. Herr Meyerplan, Politik mit der Angst. Ja, ich hatte gehofft, das schon einigermaßen klar zu machen, aber offenbar ist mir das nicht gelungen. Deswegen danke für Ihre Nachfrage. Nachrichtendienste haben die Aufgabe, ein möglichst realistisches Lagebild zur Verfügung zu stellen, um eben auch überbordende öffentliche Diskussionen. Ich hatte das Beispiel mit dem IS-Kämpfer. Also jeder Flüchtling ist in den Augen mancher ein IS-Kämpfer und jeder Mensch, der Probleme mit der aktuellen Asylpolitik der Bundesregierung hat, ist ein Neonazi. Und das sind alles Dinge, wo man sagen muss, als Nachrichtendienst, das sind genau Dinge, um auch ein Klima der Angst vielleicht ein wenig runterzuholen. Aber wir haben jetzt das Beispiel gerade, ein neues Lagebild des BKA über die Gefahren, die Asylbewerbern, Asylbewerberunterkünften und Menschen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, drohen. Ein aus meiner Sicht realistischer Befund, der dort ist. Erzeugt der ein Klima der Angst? Das ist, glaube ich, dann der nächste Schritt. Da geht es dann auch nicht so sehr um die Frage der Sicherheitsbehörden, die solche Befunde öffentlich machen, sondern die Frage, wie das medial dann diskutiert wird. Ich glaube, das Klima der Angst oder dass Nachrichtendienste ein öffentliches Klima so bestimmen könnten, dass sie für Angstzustände sorgen können, ich glaube, das ist in unserer Mediendemokratie auch nicht sehr realistisch. Hm. Fallen mir schon ein paar Beispiele ein. Dann los. Also, naja, erinnern wir uns daran, als das losging mit der Flüchtlingskrise, wo plötzlich Gerüchte, die später übrigens dementiert kamen, waren, wie sich die Salafisten unter die Flüchtlinge gemischt hätten. Erinnern wir uns an alle drei Innenminister, also Vorgänger des jetzigen Innenministers, die immer wieder, ohne das jemals zu substantiieren, gesagt haben, oh, da droht aber der Terroranschlag. Also ich glaube schon, dass die Geheimdienste daran mitwirken, dieses Angstklima zu erzeugen. Und also ich glaube, ein Bundesinnenminister, der vor der Gefahr von Anschlägen warnt, tut das richtigerweise. Das sehe ich anders. Naja, dass wir weltweit eine Vielzahl von Anschlägen haben und dass Deutschland im Fokus ist und dass es gelungen ist, geplante Anschläge zu verhindern, geben jedem Bundesinnenminister da recht. Und ein Klima der Angst ist auch eher umgekehrt. Welcher Innenminister ist denn noch glaubwürdig, der sagt, can't happen hier? Den würde ich nach Hause schicken. Es geben sie ja genau diese Phrasen wie der, wir sind im Zielpunkt, das sind jetzt so 9000. Ja. Also, ich meine, kann man sich gesund beten, ist aber nicht so. Das ist ja so eine Art geheimdienstliche Raunen, ja. Das muss ja nie begründet werden. Ich erinnere mich an der Zeit, als ich im Bundestag war, in dieser Enquete-Kommission, da war gerade ganz schlimme Raunen. Also, unmittelbar steht der Anschlag bevor und man hatte das gesamte Bundestagsgebäude, wo wir dann immer hin mussten, so ein, zweimal die Woche, quasi vermint, ja. Man hatte plötzlich so eine Wachtürme, sah aus wie in Gaza irgendwie. So mit MPs. Und also bewaffnete Polizei. Und das ist dann letztlich, irgendwann haben sie die einfach wieder abgebaut. Das wurde auch nie begründet, wo, und das ist halt so diese typische, ich denke schon, dass das ein Angstklima mag sein, dass irgendein Geheimdienst dem Bundesinnenminister dafür irgendwas erzählt hat. Das kann natürlich die Öffentlichkeit aber nie nachprüfen. Da bleibt dann immer so ein, ja, aber jetzt ist wirklich bald schlimm. Also, dass der islamistische Terrorismus ein sichtbares Phänomen ist und nicht ein Rauschen von Nachrichtendiensten, muss man, glaube ich, niemandem erklären. Ich möchte nur kurz noch eine andere Seite der Medaille aufmachen. Angenommen, der Anschlag kommt. Er kommt, egal wie viel Opfer er hat und wo er passiert und wann er passiert. Danach wird es Untersuchungsausschüsse geben. Und man wird sagen, die Sicherheitsbehörden, haben sie das gewusst? Aha, die hatten doch Hinweise. Haben sie gewarnt? Nee, haben sie nicht. Das ist dann genau die Gegenreaktion, die ein Politiker auf Bundesinnenministerebene ebenfalls aushalten muss. Das öffentliche Klima geht dann in die Richtung total versagt. Nie was gesagt und auf irgendeinem Auge blind. Das ist dann die Gegenseite. Also das müssen wir, glaube ich, sehr differenziert betrachten zwischen Klima der Angst, dem Begriff, den Sie eingebracht haben, und einer gewarnten Öffentlichkeit, die im politischen Raum sehr schnell Schuldige sucht, wenn ein Anschlag kommt. Hallo, bin ich auf Sendung? Ja. Eine Rückfrage zum Thema die Sauerlandgruppe. Das wird ja so gerne und so oft in den Raum geworfen, dass da gewisse Sachen so gelaufen sein und wir wissen halt von weiteren Recherchen, dass es eigentlich anders gelaufen ist. Welche Wahrheit vertreten Sie in der Hinsicht? Das war schwierig zu beantwortende Frage. Also da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für. Ich habe nicht an den Ermittlungen zur Sauerlandgruppe teilgehabt. Ja gut, aber okay, dann ist das eine Argumentation, die Sie irgendwie bei Ihrer nachrichtendienstlichen Tätigkeit mit erwähnen, dass das als
generell als Erfolg gehandelt wird, obwohl es in Wirklichkeit ein Fall von Infiltration war, oder lassen Sie das lieber beiseite? Danke. Ich glaube, das ist jetzt auch für das Publikum schwierig, weil man da wahrscheinlich sehr ins Detail gucken müsste. Für mich steht fest, damit ist ein Anschlag verhindert worden. Und das ist, was zählt. Die nächste Frage aus dem Publikum. Ja. Hallo, ich habe eine Frage an Sie. Und zwar nochmal, was die Angst und die Ermittlung von Geheimdiensten oder Nachrichtendiensten anbelangt. Wie rechtfertigen Sie denn, wenn die Öffentlichkeit vor Terroranschlägen, die passieren können, irgendwo gewarnt wird, dass das nicht ein Klima der Angst erzeugt? Oder sollten Geheimdienste, wenn sie konkrete Informationen haben, nicht eher die konkreten Fälle ansteuern und erstmal insgeheim sind ja Geheimdienste ermitteln und dann konkret verfolgen, als dass sich irgendein Politiker hinstellt und sagt, oh, schaut mal, da kommen Terroristen. Ja, ich glaube, das trifft genau den Kern der Diskussion, die wir gerade hatten. Klar, Aufgabe von den Sicherheitsbehörden, Nachrichtendienste insbesondere, ist, diesen Hinweisen nachzugehen, die sich jetzt gerade auch in dieser Phase in einem sehr breiten Spektrum abspielen zwischen totalem Unsinn, Denunziation von anderen Flüchtlingen, auch durch Flüchtlinge, aber eben auch Hinweisen, die sich nicht so schnell als kann man in die Tonne treten, herausstellen lassen und wo die Sicherheitsbehörden den Dingen nachgehen. Politiker, aber auch Behördenleiter werden aber stets und ständig gefragt. Von Medien. Zu Recht. Die wollen wissen, ja, also wir hören jetzt gerade, es gab einen Anschlag in Frankreich, es gab einen Anschlag in Dänemark. Wie sieht das denn hier aus? So, dann wird es mit der Antwort schwierig. Man kann sagen, ja, es gibt immer wieder Hinweise, die Sicherheitsbehörden geben dem nach, ausschließen können wir gar nichts. Daraus kann man auch ein Klima der Angst, wenn Sie so wollen, hervorheben, weil man sagt, aha, man kann also nicht ausschließen, dass es passiert, also kann es passieren und davor habe ich Angst. Das ist doch nicht aufzulösen, dieses Dilemma, weil niemand kann sich hinstellen und sagen, niemals wird es gelingen, einem Islamisten, ob im Sauerland oder sonst wie, hier einen erfolgreichen Anschlag durchzuführen. Wir können uns als Sicherheitsbehörden unglaublich bemühen, dass die Wahrscheinlichkeit gering wird, aber ausschließen kann man es nicht. Und genau diese Fragen stellen aber die Bürger. Die fragen dann nämlich als nächstes, warum können sie das nicht ausschließen? Und dann muss man anfangen, differenziert zu erklären. Und ob dann jemand subjektiv mit einem Klima der Angst nach Hause geht oder nicht, bedarf dann wahrscheinlich einer sehr individuellen Betrachtung. Ach, mich hättet ihr zu schwer auf dem Sitz. Darf ich noch was sagen? Ja. Ganz kurz. Also ich finde die Frage natürlich sehr valide. Man muss sich doch mal fragen, wenn man über diese Angst redet und geschürte Angst, muss man sich doch mal fragen, welche Art von Angst ist denn da eigentlich geschürt worden? Und wenn ich an die Zeit nach 9/11 denke, dann muss ich leider konstatieren, dass das vor allen Dingen auch eine Form von Überfremdung und rassistischer Angst ist, die hier geschürt wird. Ja. Und was wir ja lernen ist, da kommt der Typ, na gut, jetzt sind hier auch lauter Bärte, aber ihr wisst schon. Also das ist ja durchaus, ist ja wirklich ein Problem, dass es sich, das ist ja eine bestimmte Menschengruppe, die hier in diskriminierender Weise immer so hingestellt wird. Ja. Also ich glaube, das ist mehr als Angst, das ist auch ein gewisses Klima, was man damit schürt. Ja. Wohingegen sozusagen ein ganz anderes Bild gezeichnet wird in anderen Aufgabenbereichen der Inlandsnachrichtendienste. Also wir haben ja, hat sich überhaupt verschoben. Ja. Früher hat man immer gesagt, diese Nachrichtendienste, Geheimdienste, die befassen sich eigentlich im Wesentlichen im Inland zumindest jetzt mit zwei Extremen. Man guckt auf den Rechtsextremismus, man guckt auf den Linksextremismus. Kann man sich schon fragen, ob es richtig ist, aber sei es drum. Jetzt gibt es ja so eine Art Dreieck, ja. Rechtsextremismus, Linksextremismus und den Islamismus, ja, womit der auch, muss man ja auch mal sagen, schon begrifflich, ja, eine ganze, also ich meine, Millionen von Anhängern von einer bestimmten Religion in der Weise dargestellt werden. Das ist ja nicht nur Angst, das ist auch eine gewisse Form von Denken über den meisten eben doch fremde Kulturen. Die meisten haben ja wenig Kontakt, sowohl zu Moslems. Ja, ich höre schon auf. Ja, also ich wollte nur was darüber sagen, welche Ängste hier eigentlich geschürt werden. Vielleicht kann Herr Meyer-Platt noch ganz kurz darauf eingehen und dann haben wir da noch eine Wortmeldung. Ich sehe das genau wiederum als wichtige Aufgabe, auch von Nachrichtendiensten, genau an dieser Schwelle etwa Islamismus, den Sie zu Recht ansprechen, eben auch aufklärend zu wirken. Ich habe mit vielen, vielen Veranstaltungen, die sich im Zusammenhang mit Menschen, die Angst vor einer irgendwie gearteten Islamisierung des Abendlandes für sich selbst und andere ein Klima der Angst versuchen zu machen,
genau diesen Unterschied versucht zu herauszuarbeiten in vielen öffentlichen Veranstaltungen. Der Islam als Religion, dessen Freiheit wir gerade aufgrund unserer Verfassung zu schützen haben, und eine politische Ideologie, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht zu vereinbaren ist. Klar, der Begriff Salafismus macht es dann noch ein bisschen deutlicher, wobei ich das eben als eine untere Spielart des Islamismus sehe. Aber dass das ein wichtiges gesellschaftliches, politisch-extremistisches Problem ist, was wir im Land neben dem Rechtsextremismus und dem Linksextremismus haben, gehört doch einfach zur Realität. Und ein Nachrichtendienst, der das nicht öffentlich macht, der ist nicht glaubwürdig. Kurze Frage bitte und hier ganz kurze Antwort. Ja, also die Vorratsdatenspeicherung ist jetzt beschlossene Sache. Demnach gab es auch eine Änderung, den Paragraphen 113c im Telekommunikationsgesetz. Danach dürfen jetzt deutsche Geheimdienste, unter anderem auch der Verfassungsschutz, auf die Vorratsdaten zugreifen. Nicht die Standarddaten, aber zumindest die Bestandsdaten für die letzten 10 Wochen. Also sind Sie sich dieser Möglichkeit bewusst und werden Sie diese Zugriffe auch in Ihrer Behörde einsetzen? Die gesetzlichen Grundlagen bestanden dafür schon. Es war jetzt nur die Frage eben, sind die Daten überhaupt da, auf die ich zugreifen könnte? Insofern ist mir das sehr bewusst und das ist halt unter den Kautelen des G10-Gesetzes, also einer sehr hohen Schranke, in wann Nachrichtendienste überhaupt Telefonüberwachung machen dürfen und dann unter Umständen eben auch auf Antrag bis hin eben dann zur parlamentarischen Kontrolle, die darüber befinden muss, ob das in Ordnung ist oder nicht, auch auf diese Daten, die Sie angesprochen haben, zurückzugreifen. Auf jeden Fall ohne Richterbezug, weil die nachrichtendienstliche Telekommunikationsüberwachungsanträge ja über die parlamentarische, also das parlamentarische Gremium, die sogenannte G10-Kommission, laufen. Die nehmen da die Rolle des Richters sozusagen ein. Okay, wir haben jetzt noch 3 bis 4 Meldungen. Es werden jetzt noch immer mehr. Es tut mir leid, wir sind jetzt eigentlich am Ende, aber wir können, denke ich, noch 5 bis 10 Minuten Frage und Bin. Mir wird es ein bisschen knapp. Bei Ihnen wird es ein bisschen knapp. Okay, 5 Minuten. Dann wirklich ganz kurze Fragen. Wir sammeln jetzt alle Fragen ein, die 3 Fragen, die also 1, 2, 3. Und dann bitte ich jeweils um kurz antworten, bitte. Also ja, nein, antworten möglichst. Nein, das nicht, aber wir sammeln jetzt mal alle Fragen und dann bitte die Antworten kollektiv. Danke. Ja, okay, also besonders an den Herrn vom Verfassungsschutz. Sie hat gleich am Anfang so gesagt, dass es einer sehr intensiven Untersuchung bedarf, dass zum Beispiel, ob Edward Snowden jetzt Held oder Schurke ist. Und die Standards scheinen einfach sehr unterschiedlich zu sein, dass man da offensichtlich nicht so genau hingucken muss, wenn jetzt bei Behörden, ob die jetzt Held oder Schurk sind und ob auf welcher, Sie sagen dann auch oft, das ist so nicht meine Spielwiese, und auf welcher Basis kann man das denn tun und sollte man da nicht vielleicht noch ein bisschen genauer hingucken als vielleicht bei einem einzelnen Edward Snowden oder bei einem einzelnen Bürger? Könntest du dir die Frage stellen? Entschuldigung, aber wir haben es ein bisschen... Ja, auf welcher Grundlage sollte man so eine Unterscheidung treffen? Ja. Held oder Schurke? Oder welche Unterscheidung? Ob es unterschiedliche Maßstäbe geben sollte bei der Beurteilung, ob eine Gruppe beispielsweise eine Behörde Schurken oder Held sind und im Vergleich, ob man, wenn man ein Individuum zum Beispiel etwas so hatte. Zweite Frage, bitte. Okay, und dann, ich habe auch die Frage an den Herrn vom Verfassungsschutz. Meier Plath ist mein Name. Ja, genau, ich hatte leider nichts Geheimes oder genau, so. Wir haben auch keine Schilder. Die Frage ist einfach, inwiefern quantisieren Sie sozusagen die Zahl, also quantifizieren Sie das Auftreten von solchen Problemfällen? Weil von der Politik und von den Medien wird eher die Qualität, also eher einfach nur das Erscheinen dokumentiert und nicht die Quantität. Also vielleicht würden die Quantität würde das relativieren, das Ganze sozusagen, aus meiner Sicht. Welches Problem jetzt genau? Quantität? Auftreten von Terrorgruppen, okay. von Anschlägen und so weiter. Okay. Noch die letzte Frage, Linus. Frage an Herrn Meier-Plath. Sie hatten gerade so ein eigentlich beiläufig gesagt, dass Sie so im Besitz einer Information sein können und wenn sie diese nicht weiterreichen, dann sterben Menschen. Und
Vielleicht könnten Sie mal kurz, muss ja nicht vollständig sein, so eine Liste der Menschenleben, die Sie so jetzt in letzter Zeit gerettet haben, würde mich interessieren. Also die Fragen gingen alle an Herrn Meyer-Blatt vielleicht? Ja, sie sind nicht ganz einfach. Also die einfachste ist, glaube ich, von Ihnen. Natürlich gehört ein Quantifizieren auch dazu. Deswegen befinden sich in unseren Berichten ja auch klare Aussagen auch über Personenpotenziale zum Beispiel. Wie viele Rechtsextremisten leben denn hier im Freistaat und agieren? Und das auch für die anderen Personenpotenziale. Also natürlich gehört die abstrakte Gefahr dazu, aber sie wird natürlich konkreter in jeder Hinsicht, entlastend wie belastend, natürlich auch durch Zahlenpotenziale. Ja, die Zahl mit den Menschenleben, die finde ich eigentlich im Ernst des Themas nicht ganz angemessen. Also, dass sich die Sicherheitsbehörden bemühen, genau das zu tun. Ob dann das einzelne Menschenleben, wie das von wem dann im Einzelnen gerettet wurde, das macht der Nachrichtendienst ja in der Regel oder nie selber, führt uns, glaube ich, jetzt hier überhaupt nicht weiter. Es ist ja dadurch, wenn Sie etwas verhindern, wissen Sie ja nicht, wie es im Worst Case ausgegangen ist. Insofern führt die Frage so ein bisschen ins Nichts. Also wenn Sie sagen, Achtung Polizei, da sind welche, die wollen heute Abend zu dem und der Unterkunft gehen. Und dann guckt die Polizei und verschreckt die und die gehen weg. Ob die dann tatsächlich das gemacht hätten, weiß ich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit war da und damit ist Schaden abgewandt worden. Die habe ich nicht verstanden. Auch durch Ihre dankenswerterweise Erläuterung habe ich sie noch nicht ganz verstanden. Helfen Sie mir. Sollen wir noch mal nachfragen? Also ich glaube, die Zeit ist jetzt auch, Herr Meyer-Blatt hat auch gesagt, für ihn läuft die Zeit leider aus, er muss leider weg. Ich danke allen Teilnehmenden hier auf dem Podium, besonders natürlich auch wirklich Herrn Meyer-Blatt, weil er sich in die Höhle des Löwen seine Aufgabe, sich der Öffentlichkeit zu stellen. Ich finde, das ist immer so. Herr Altmaier, haben Sie auch ungefähr 6 Mal gesagt, wie Sie ihm danken, dass er sich der Öffentlichkeit stellt. Bitte, Josch. Nein. Das ist die Aufgabe von... Aber wir sind nicht die Öffentlichkeit, wir sind nur ein Teil der Öffentlichkeit. Und wir sind nicht die ganze. Und ich finde das... Wir haben einen Stream. Nein, ich finde das schon okay. Ich finde, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass auch du da warst. Trotzdem... Und dass es so eine lustige Runde war. Ja.